Hallo, wer wissen möchte, um was genau es sich hier handelt, der bleibt dran bis nach dem Intro. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute haben wir mal von Getty Wilder Brokkoli-Nudelauflauf in mildwürziger Käsesoße. Ich habe das Ganze hier von Kaufland, hat gekostet 2,65 Euro und ist ein Brokkoli-Nudelauflauf mit Käsesoße. Es gibt wieder mehrere Zubereitungsvarianten. Einmal mit dem Backofen, Ober-Unterhitze 200 Grad, Umluft 180 Grad, 40 bis 45 Minuten. Okay, das ist ein bisschen lange. Und es gibt die Zubereitung in der Mikrowelle bei 600 Watt für 11 Minuten. Das hört sich schon besser an. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch dann die Mikrowelle nehmen. Serviervorschlag, dieser herzhafte Auflauf, der ja sozusagen Vorspeise und Hauptgericht in einem ist, wird am besten mit frischem Salat serviert. Als Getränk empfiehlt sich ein frischer Rosé oder ein kühles Bier. Guten Appetit. Wow, das ist ja wie im Nobel-Restaurant, wo der Kellner dann auch sagt, ich empfehle Ihnen zu diesem Gericht den und den Wein. Also, Hut ab, da scheint gut. Ich sage mal, für 2,65 kann auch gerne dann ein Serviervorschlag dabei sein. So, nichtsdestotrotz haben wir hier auch wieder unsere Nährwerttabelle. Und darunter haben wir natürlich die Zutaten. So, und dann bin ich mal gespannt. Ja, hier hat schon einen leichten Aufschlag gehabt. Also das habe ich schon des Öfteren gehabt, dass irgendwelche Verpackungen, gerade vom Kaufland, dass die schon derbe gelitten haben. Also die scheinen nicht gerade zimperlich damit umzugehen. So sieht das Ganze jetzt hier aus, im tiefgefrorenen Zustand. Und wir sehen uns ja gleich wieder in, was war das, 11 Minuten, sehen wir uns denn wieder mit hoffentlich einem wohlschmeckenden Gericht. Wir werden sehen. Also lasst euch überraschen, bis gleich. So, die 11 Minuten sind rum. Oder beziehungsweise es sind jetzt 13 Minuten rum. Ich habe das ja noch ein bisschen stehen gelassen. So wie es ja eigentlich auch empfohlen wurde. Es riecht also, es riecht schon richtig lecker. Riecht quasi wie so eine Lasagne. Und es sieht auch schon lecker aus. Ja, und scheint noch ziemlich heiß zu sein, obwohl es schon ein bisschen steht. Und jetzt wollen wir mal probieren. Sehr lecker, muss ich ja sagen. Also die Nudeln, der Schinken, der Brokkoli, der Käse, da passt wirklich alles zusammen.
obwohl ja eigentlich Brokkoli nicht so mein Gemüse ist, muss ich aber sagen, nichtsdestotrotz schmeckt das hier drinnen in dieser Variante schon wieder richtig lecker. Doch, das gefällt mir sehr. Gut, 2,69 € oder so in dem Dreh ist, sage ich mal, für dieses Schädchen, ja, das ist schon, ich sage mal, im höheren Preissegment angesiedelt, ist aber geschmacklich, sage ich mal, auch wirklich, also man merkt, es ist ein hochwertiges Produkt, ja, hochwertigeres Produkt, geschmacksintensiver das Produkt. Und ja, jetzt, da streiten sich die Geister, Preis-Leistungs-Verhältnis, aber nichtsdestotrotz, ich gebe trotzdem hier 5 Sterne, obwohl, wie gesagt, Brokkoli nicht so mein Gemüse ist, schmeckt es hier in der Variante wirklich richtig lecker. Die Nudeln, die sind auch schön, ja, schön weich. Der Käse ist geschmacksintensiv. Und ja, die Soße, die Auflaufsoße, sage ich mal, die ist schön cremig, schön sahnig im Geschmack. Richtig, richtig lecker. Kann ich also nur empfehlen. Gut, das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr könnt es gerne teilen auf Google+, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, wo immer ihr möchtet, habe ich absolut nichts dagegen. Im Gegenteil, würde mich darüber sehr freuen. Ja, über ein Abo freue ich mich natürlich auch sehr. Ansonsten sage ich ja, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.